Ja, dann bezahlst du den. Den hab ich aber nicht kaputt gemacht, Chef. Ich weiß nicht, wer das war. Und Chef, wir haben noch ein größeres Problem. Für wen sind denn diese der Dings nicht drauf? Animier da, Eisen? Der ist für das Reihenhaus. Das ist geil, der Container steht für uns, auf für den uns Eisen. Ist der, für uns ist der Generator und die Ziegelsteine. Das haben die gut abgeladen, das sind Profis. Ja, definitiv. Ja, und für uns sind die Armierungseisen und... Doch bisher noch nichts, weil wir ja kein Geld haben und so wahrscheinlich. Doch, wir haben nur die Armierungseisen. Die Steine Beton viermal und viermal Isolierung. Außerdem hat der James jetzt 49.000 Geld bekommen für den. Dachpfannengrau. Ja, wir haben wieder genug Geld. Wir haben wieder Geld. Das muss ja passen jetzt. Diese Geräusche, ey. So, unser Material ist komplett. Ah, das ist schön für euch. Carsten, du musst den drehen. Echt jetzt? So, ja. Und welcher Schlauberger hat meinen Absatzkipper umgekippt? Das war Carsten. Nee. Du Baggerjo, machst du mal auf. Oh ja, ich mach die Beine breit für dich, Josh. So. Bitte was? Ey, langsam ist aber mal gut hier, Leute. Ja, so, Leute. Es ist immer noch 16 Uhr, Julian. Julian, willst du das jetzt wirklich immer noch auf den Carsten schieben? Das war Carsten. Nein. Das war Carsten, der ist hier mit dem Pritschenwagen, mit dem Kran angekommen und hat dich weggerammt. Hat er noch so gelacht? Ach so, das Dingen? Ja. Nee, das war ich nicht. Ach so, der das Carsten, war's. Der Carsten würde sowas nie machen. Doch, nein. Der Carsten hat das getan und wird das auch wieder tun. Ich hab da... Nee, du bist bitte, du Arsch. Ich war ja gerade beim Abladen gewesen, da hat mir Cheffe einfach zurückgegeben. Cheffe, alle nix schon! Cheffe! So. Oder was ist mit eurem blöden Container hier? Ja, den ist Cheffe zu faul abzuholen, der spawnt hier lieber Leute rum. Nein, Cheffe, du bist doch eine Arschgeige! Jetzt stellst du dich vor dein Auto. Ich kipp eins. Aber der Generator muss zum Mehrfamilienhaus. Ich glaube, wir müssen trotzdem irgendwie zusammenarbeiten, weil wegen geht nicht anders. Ja, beide durch. Oder zusammen wir kaufen hier einen zweiten Pritschenwagen mit Kran. Mit Kran. Jetzt habe ich für den Container und das Armierungseisen. Ja, das Problem ist, weißt du, wo unser Pritschenwagen steht? Der Container muss zu mir. Nicht hier. So. Was ein Assi, ey. Julian, bezahl es doch mal von deinem Geld, komm. Kleiner Pritschenwagen. Baustelle 1. Okay. Ja, bezahl doch mal das von deinem das Geld. Das steht auf dem Firmengelände, du Vollarsch. Ja, du kannst doch trotzdem Geld dafür bezahlen, dass du hierher kommst. Und ein Armierungs... Nee, das meine ich nicht. Josh, dich meine ich nicht als Vollarsch. Ich meine den James als Vollarsch. Es ist mir nichts Neues. Weißt du, warum? Nee, warum? Jetzt hat er wieder Kosten verschwendet, weil das eine Armierungseisen nicht mehr da ist. Dann sind wir dann unproduktiv, weil wir ja unproduktiv sind. Ja, seid ihr sowieso. Es sind immer die Angestellten. Ja, also ja. Carsten, du aber auch. Ja, James, dann. Nee, der Carsten ist produktiv. Ja, genau. Ja, Schleimscheiß. Du willst doch nur als Erster die neue Ruhrout 2 Beta kriegen. Schleimscheißer. Nein, aber der Carsten ist produktiv. Ich bin produktiv. Ja, wir versuchen es, aber wenn du scheiße bist, dann können wir da auch nicht für. Wenn du ein Scheißchef bist. So, wir hätten gerne nochmal einen Armierungseisen. Hier liegt noch eins. Ja, wir brauchen aber drei. Für den Fall, dass du wieder eins wegspawnst, du Muggel. Nee, so, nee, und nee, nur weil du es bist, kannst du deinen faulen Arsch aus deinem LKW bewegen und den Container selbst aufstellen. Oh. Und kannst du nämlich so rum nicht anladen. Anladen? Ja. Oder einladen. Anheben. Ich finde es ja cool, dass man echt alles fast als wie einen Gabelstapler greifen kann. Das kannst du vergessen, James. Die kriegst du doch nicht gedreht. So. Jetzt hat er sich aufgebockt. Nur weil er zu faul ist, auszusteigen. Ja, er sitzt da noch in einem Ding da drin und denkt sich so. So. Den kriegst du nicht so angehakt. Wie komme ich denn da jetzt? Bist du auch nicht so gedreht.
Das ist jetzt Baustelle. Mehrfamilienhaus. Okay. Wo sehe ich denn jetzt auf der Karte, welches ist? Ja, sie ist ja gute Frage. Also die erste ist ja die obere wahrscheinlich. Ja, Baustelle genau. 1 ist das Mehrfamilienhaus, das müssen wir hin. Ihr müsst zur Baustelle 2. Du, nein. Carsten, du musst dahin, wo der Kran steht. Okay. Oh Julia, du bist ein Witzbold. Danke. Boah, das sieht voll gut aus. Dann fahr ich mal dahin, wo der Kran steht. Ja, wir fahren mal dahin, wo der Kran steht. Weißt du schon. Irgendwie, brauchen wir echt 3? Ja, wir brauchen echt 3, das war kein Witz. Achso. James, wir brauchen noch ein Armierungseisen. Ja, ich habe bestellt. Ich stell dir auch den Container richtig hin, wenn du uns das genehmigst. Oh, ja, die Anfrage war abgelehnt, da kann ich aber nichts dafür. Ja, das Schöne ist, ich kann die nicht zurücksetzen. Ja, was meinst du, warum ich das mit dem LKW versuche? Ja, dann Josh, dann laden wir erstmal die 2 ab, würde ich sagen. Hä? Ja. Guck mal. Wo will es denn hin jetzt? Steig doch da ein. Ich fahre mit dem letzten hinterher. Jawohl. Baustelle 2 sind wir, ne? Ja. Yep. Jawohl, dann hat das schon oder noch nicht? Also ich habe das Eisen, ich kann es jetzt irgendwann mal Kannst es aufladen, ja? Ja, dann komm ich hinterher. Packst du noch kurz drauf. Pack mal so kurz vorher, pack mal. Pack das nochmal eben kurz noch. Danke, James. So, rein. Das, was du da machst, sieht gerade übrigens sehr witzig aus. Wollte ich nur mal so sagen. Guck mal, er hat den wirklich gedreht gekriegt. Gesichert, wunderbar. Und die ich übernehme keine so. Gewehr dafür, dass das nicht runterfällt, der Rest. Warte, Handbremse. Du hast eine Handbremse in diesem Ding? Ja. Oh. Bitte was? Mit Leertaste. Okay. Oh, Abschnitt 1 abgeschlossen. Hast du dafür jetzt Geld bekommen, weil die was hingeliefert haben? Okay. Ihr habt da Geld für gekriegt, das ist aber scheiße. Ja, weil so, wir eine Firma zwei, sind. Sorge, ein Container. Stückchen höher, Josh. Selbst. Stückchen höher, Josh. Höher. Sorge, viermal große Ziegelsteine. Ja. Das ist da oben drauf haben. Okay. Ja, die sind alle, ist alles schon da, Carsten. Ah, ist schon gekauft. Sehr schön. Ja, alles schon gekauft. Guck mal, wie nett der zum Carsten ist. Ja, wir sind ein Team. Ja. Genau. Wir versuchen eins zu sein, aber wir haben so einen Chef, der uns nicht mag. Aber Josh und ich, wir halten zusammen, wir sind auch ein Team. Wir sind steinhart. Ja, jetzt ist halt kacke. Jetzt musst du wieder von allein sein. Das Spiel mobbt mich. Irgendwie. Aber es ist schon echt interessant, wir bauen da eine ganze Siedlung auf. Das Haus ist direkt nebenan zu dem, was wir gerade hatten. Ja, das Witzige ist, bevor wir die Baustellen haben, sind die Häuser auch schon fertig. Wenn wir die Baustellen haben, dann reißen wir die alten Häuser ab und bauen die neuen Häuser auf. Ja, ist cool, oder? Ja. Das kann was. Also hängt über die Kante, das musst du noch ein bisschen schubsen. Ja, am Arsch hängt es über die Kante. Genau. Hängt's am Arsch. So, jetzt kannst du. Jetzt können wir sichern. Jawohl. Sicher, wunderbar. Fahren wir weiter. Brauchen wir eigentlich einen Gabelstapler zum Ausladen, Julian? Auf. Was soll denn der Container? Das können wir auch runterrutschen lassen. Ihr könnt mal einen Gabelstapler mal da stehen lassen, bitte. Ja, gut. Ja, dann kann ich der Autobahn. Ja, wenn wir die generell nicht jedes Mal zurückgeben würden, hätten wir wahrscheinlich auch noch mehr Gabelstapler, so generell. Auf der Autobahn nachts um 12:30. Das war zwar nicht die Autobahn, aber gut. Ob du ein Auto hast oder Karl-Heinz. Ja. So. Nochmal rein und. Nee, eigentlich ist die Reeperbahn. Raus. Weil der James hat letztens was mit Autobahn gesungen und dann... Echt? Ja, ist schon Mike Krüger. Ob du ein Auto hast oder Karl-Heinz. Ich kenne nur den Rudi mit dem gelben Nummernschild auf der linken Spur. Also wir brauchen jetzt nur die Ziegelsteine oder was, ne? Ja. Aber ich habe komplett alles für unser Hausprojekt hier schon eingekauft. Für den Hausprojekt schon eingekauft? Was wir dann noch brauchen, so. Hausprojekt. Das ist die falsche Baustelle. Viermal große Ziegelsteine. Das ist die Idiotenbaustelle. Wir fahren zur Chaotenbaustelle. Ton. So. Und viermal große Ziegelsteine Beton. Irgendwie, Jürgen, du backst bei mir so sehr stark durch die Gegend. Ist das normal? Nee, normal nicht, aber es kann schon mal passieren. Ich habe auch, Josh, du musst wissen, ich habe auch eine Unity Media Leitung. Ah, das ist gut.
Ich habe deutlich ein paar Mal angerufen, nein. Nee, ich habe sogar die gleiche Hier sind drei Leute mit der gleichen Leitung. Boah. Ja, 120 Downstream, 5 und bei wem 6 fällt's Mbit aus? Upstream. Ja, komisch, ne? Bei wem fällt's dann aus? So, bei warte, wir müssen das jetzt in das Loch hier reinkugeln lassen. Oh Gott. Ganz langsam. Ja. Und zart. Ganz langsam und sanft reingleiten lassen. Du Carsten, warum machst du das nicht mit dem Kran? Weiß ich nicht, wollte ich jetzt mal Gabelstapler machen. Kannst du mal einen sichern? Yep. Warte, mach mal nochmal auf. Ach nee, du kippst erstmal oder was? Ja, ich guck mal, ich spring da mal rein. So, ja, ja, noch ein Meter, 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 noch ein Meter. Stopp. Und jetzt kippen. Und abkippen. Und abkippen. Nummer 1 liegt. Nummer 2 fliegt runter. Ah, das passt, das passt. Ja, wunderbar, haben alle drin, bis auf das eine. Hilfe! Also ich will ja nicht sagen, dass ich hier festhänge. Aber eigentlich würde ich an deiner Stelle eigentlich einfach so an die Dinger, an die Baustelle zurücksetzen lassen würden und so. Macht sehr komische Geräusche. Ich schiebe mal mit meinem Kopf das Armierungseisen dahin. Bin ich scharfkantig oder so, kein bisschen. Auch voll die tolle Alpha-Textur in dem Ding. Weißt du, was wir für ein Problem haben, Josh? Dass das hier nicht drin steht. Die haben Pritschenwagen plus Kran, den Hebedings und den Kran. Und wir haben einen Pritschenwagen. Ja, und weißt du, was noch euer Problem ist? Wir sind inkompetent. Wir haben Ahnung. Wir bräuchten mindestens einen Kran. Also dann wenigstens den Pritschenwagen. Mit Kran. Ja. Weil, er kriegt den Bagger. Weil genau, nimm den Bagger. Der Bagger kann auch Sachen heben. Ja, aber keine Armierungseisen. Nicht in der Höhe. Keine Armierungseisen. Keine Armierungseisen. Kuhm, ich kam mir doch da gerade durch. Versuch's mal mit meinen Füßen hier, mit meinem eigenen Fleisch und Blut hier irgendwie. Also ich finde das gerade äußerst praktisch, dass wir den Kran haben. Ja, ja, super. Ein Kranwagen hätten wir auch gerne. Ihr kriegt nicht alles. Das habe ich meiner Tochter heute auch schon gesagt. Kriegt nicht alles. Wir haben gar nichts zum Drecksack. Gar nichts. Doch, ihr habt einen Pritschenwagen. Seid froh, dass ihr den habt. Ja, wir müssen doch irgendwas heben. Wir müssen Zeug in Loch heben, du. Bitte was? Lass es reinfallen. Ja, das haben wir schon getan. Das funktioniert aber nicht. Das funktioniert bei 2 von 3. Und dann heben wir einfach so ein. Ist doch egal. Ja, wir gehen einfach so einheben. Ich hoffe, ich habe gerade das Richtige aufgeladen. Aber wir brauchen auch die Dachpfannen grau. Was ist denn das überhaupt, was ich da aufgeladen habe, Carsten? Ist das Isoliermaterial? Oh, ja, muss ja noch aus dem Baustellenbereich raus. Entweder sind das diese Betonsteine. Hey, die brauchen wir auch. Zweimal. So, was brauchen wir noch? Dann gucken wir mal. Kleiner Bagger muss noch raus. Ach, das war's schon. Wir brauchen noch einmal die Betonsteine und zweimal Dachpfannengrau und Isoliermaterial. Aber erstmal. Guck mal, welches inkompetente Team hier nur mit einem Bagger und einem Pritschenwagen hier. Also dafür braucht man wirklich Skill. Sachen erzielt. Ja, wir haben Skill. Und ihr seid braucht ja, Julian, bevor du jetzt anfängst, dir einen zu schrubben, wir haben den ersten Aufgabenteil schon lange fertig. Ja, weil ihr habt ja auch alle Hilfsmittel. Quatsch. Wir laden Armierungseisen mit einem Gabelstapler auf, ja, und stapeln die auf einen kleinen Pritschenwagen. Ihr habt schön fancy einen Kran, ja. Fancy. So, und dann lassen wir die in das Loch rutschen, ja. Ganz sanft. Wobei, das hat Spaß gemacht. Und müssen das mit dem Bagger nachschieben und ihr lasst das wieder fancy mit dem Kran ablagern. Ihr habt sogar zwei Kräne. Ja? Wieso haben wir zwei Kräne? Ja, den Pritschenwagen mit Kran und den fetten Kran. Ja, den fetten Kran, den müssen wir ja haben, weil wegen wir das tolle Haus Einzelkind-Syndrom, ja? Einzelkind-Syndrom. Beleidigen oder was? Ja. Den müssen wir ja haben, den brauchen wir ja, den kriegt ihr nicht. Das ist mein Spielzeug. Genau. Wir brauchen den ja wirklich. Bei euch ist gar keine Stelle dafür Chef, frei. Ja, dann gebt doch mal nicht so viel Geld für sinnlose Schwertransportfahrzeuge aus, und kauft einen zweiten Pritschenwagen. Brauchen wir die Betonsteine wirklich viermal? Viermal. Viermal?
solange bis das Gelbe weggeht.